herzlich willkommen in der Heilpraktikerschule Nordheide. Ich habe mir überlegt, heute werde ich euch was über das RAS, und zwar das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System erzählen. Kurz zur Definition in zwei Sätzen, was ist das für ein System? Ganz egoistisch von der Niere, darüber schafft sie es, ihre eigene Durchblutung, den Durchblutungsdruck zu sichern, hat aber natürlich zur Folge, dass der gesamte Blutdruck im Kreislaufsystem gesteigert wird. Das System wird eher als kompliziert verstanden und von daher habe ich mir überlegt, ich werde das ganz brühwürfelmäßig machen, damit die wichtigsten Einzelteile oder Details zu diesem System sich einprägen können. Der Auslöser für dieses System ist was? Vier Gründe. Und zwar erstens ein Blutverlust oder eine Austrocknung, eine Exsikose. Das heißt, es kommt zu einer verminderten Blutmenge, einem verminderten Blutvolumen in den Gefäßen. Zweiter Grund, eine Stenose, eine Nierenarterienstenose, das heißt eine Verengung in einer Nierenarterie vor dem Glomerulum, ja, sodass auch hier der Blutfluss oder der Blutdurchfluss, der Blutdruck nachfolgend nicht mehr gewährleistet ist. Drittens, und das haben die wenigsten auf dem Schirm, entweder eine Hyponatriämie, zu wenig Natrium im Blut, oder viertens eine Hyperkaliämie, also zu viel Kalium im Blut. Beide Werte, Natrium und Kalium, sind aneinander gekoppelt, bedingen sich. So, das sind die Auslöser, warum dieses RAS überhaupt startet. Ja? Was passiert? Auch hier wieder ganz brühwürfelmäßig in Etappen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Nehmen wir mal den ersten Punkt. Stellt euch vor, wir haben einen Blutverlust gehabt, wir haben zu wenig Blut in den Gefäßen, also eine Hypovolämie, es kommt zu wenig Blut in der Niere an und damit ist auch der Blutungsdruck in der Niere zu gering. Das messen jetzt bestimmte Rezeptoren in der Niere, die sitzen in der zuführenden Arteriole zum Glomerulum, zu unserem Nierenkörperchen und schütten Renin aus. Renin wandert ins Blut und trifft dort auf das in der Leber produzierte Angiotensinogen. Die Endung Ogen sagt euch, hier liegt ein inaktiver Stoff vor. Renin schafft es jetzt, Angiotensinogen in Angiotensin 1 umzuwandeln. Ja? Also, Ausschüttung von Renin bei zu geringem Durchblutungsdruck. Renin geht ins Blut, trifft auf Angiotensinogen aus der Leber und wandelt Angiotensinogen in Angiotensin 1 um. Aus welchem Grund auch immer, Angiotensin 1 ist noch wirkungslos und muss weiter umgewandelt werden. Und dafür benötigt es ein Enzym, das hauptsächlich aus der Lunge kommt, nämlich ACE. Ja, und ACE, der Name sagt es, ein Angiotensin-Converting-Enzym, wandelt jetzt Angiotensin 1 in Angiotensin 2 um. Und Angiotensin 2 hat jetzt Wirkung. Welche Wirkung hat Angiotensin 2? Kann ich weitermachen? Achso. Okay, also Angiotensin 2 wirkt gefäßverengend. Erstmal grundsätzlich auf alle Gefäße. Das heißt, schon allein durch die Gefäßverengung steigert sich der Blutdruck. Besonders in der Niere, ich habe ja gesagt, die Niere ist egoistisch, eigentlich ist das RAS ein Element der Niere selber, um die eigene Durchblutung zu steigern oder den Durchblutungsdruck zu steigern. Das heißt, besonders die abführende Arteriole, also das Vas efferens, was aus dem Glomerulum hinausführt, wird verengt und damit erhöht sich dann rückwirkend natürlich der Druck in den Glomerulumschlingen und Primärhahn kann jetzt mit einem erhöhten Druck abgefiltert werden. Ja? Das war die eine Wirkung. Die zweite Wirkung ist, Angiotensin 2 sorgt für die Ausschüttung von ADH aus dem Hypothalamus. Ja, oder was heißt aus dem Hypothalamus? Der Hypothalamus produziert ADH. ADH wird in der Hypophyse gespeichert und wird bei Bedarf ausgeschüttet. Also
ADH wird ausgeschüttet, das antidiuretische Hormon, und das wirkt folgendermaßen: Es wandert zur Niere, setzt sich dort an bestimmte Rezeptoren und sorgt dafür, dass Flüssigkeit rückresorbiert wird. Das heißt, dass die Niere weniger Flüssigkeit ausscheidet. In der Konsequenz, das Blutvolumen, das zirkulierende Blutvolumen wird erhöht. Und auch das wirkt im Endeffekt wieder Blutdruck steigernd. Und Angiotensin 2 bewirkt noch etwas ganz Wichtiges, nämlich es sorgt für die Ausschüttung von Aldosteron. Und Aldosteron unterstützt das Ganze jetzt auch nochmal. Ja? Aldosteron hat die folgende Wirkung: Es hat einen starken Einfluss auf den Natrium-Kalium-Haushalt. Es wird dafür sorgen, dass jetzt auch wieder in der Niere, im Tubulusapparat, Natrium vermehrt rückresorbiert wird. Ihr wisst, Natriumsalz zieht Flüssigkeit auch zusätzlich an. Ja? Und damit erhöht sich dann im Endeffekt auch wieder das Blutvolumen. Und sorgt dafür, dass Kalium vermehrt ausgeschieden wird. Das heißt, Aldosteron führt zu einer Hypernatriämie oder zumindest zu einer Regulierung, im schlimmsten Falle einer Hypernatriämie und zu einer Hypokaliämie, wenn man es überzogen darstellen will. Alles in allem, Angiotensin 2, Aldosteron sorgen dafür, dass das zirkulierende Blutvolumen erhöht wird, dass Natrium rückresorbiert wird, Kalium ausgeschieden wird und Wasser auch nochmal rückresorbiert wird. Und alle Faktoren zusammen haben immer wieder den Effekt, zwar sie wirken volumenerhöhend in den Gefäßen und damit Blutdruck steigernd. Das war's? Das überlege ich gerade, ob ich noch was Wichtiges sagen möchte. Wenn du das noch sagen möchtest, kannst du das jetzt sagen. Und eine Sache muss noch nachgefügt werden. Das Ganze wäre ja eine Endlosschleife. Das heißt, in dem Augenblick, wo Angiotensin 2 wirksam wird, hat es wieder einen Einfluss auf die renin-sezernierenden Zellen. Das heißt, die Reninausschüttung wird gestoppt.